Jetzt sagen wir erstmal ein herzliches Willkommen für Birgit Becker. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auf das heutige Webinar und bin vor allen Dingen auch mal gespannt auf die Fragen, die von unseren Zuhörern kommen. Sehr gut. Birgit Becker ist ein Urgestein in eGroupware. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, sie kennt eGroupware seit fast 10 Jahren. Sie kennt jeden Knopf in eGroupware. Also ich sag mal, es gibt fast keine Frage, die sie nicht beantworten kann. Und deswegen freue ich mich heute auf das Webinar. Und eine Sache noch, die wir haben natürlich immer verschiedene Themensammlungen, die wir jetzt auch schon in letzter Zeit hatten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich vielleicht auch noch bis zum Ende des Webinars ein paar Gedanken machen könnten, was Sie gerne noch mehr lernen würden innerhalb von eGroupware. Also, dass Sie sich für sich nochmal aufschreiben könnten, hey, was würde ich denn über eGroupware wissen wollen? Also, was gibt es denn noch für Themen, wo Sie sagen, hey, wir wollen einen Webinarplan für dieses Jahr aufstellen. Was sind denn die Themen, an denen Sie am meisten interessiert sind? Wo Sie sagen, das finde ich ganz spannend, darüber könnten wir nochmal sprechen. Das ist ein Thema, dem wir ganz zum Schluss uns nochmal widmen wollen. Und dann freue ich mich ganz toll auf das Webinar heute. Ich denke, alle Leute sind jetzt da im Webinar. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch pünktlich an und starten jetzt. Und damit übergebe ich an Birgit, die das Ganze vorbereitet hat, und wir können damit starten. Danke, Stefan. Also so als ersten Punkt haben wir uns eigentlich mal damit beschäftigt, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, eine Serien-E-Mail zu versenden? Im Prinzip sind uns so drei Sachen eingefallen, auch wenn da noch vieles mehr steht. Zum einen, ich kann natürlich eine Mail schicken, kann entsprechend im BCC meine ganzen Empfänger drin haben, ob das jetzt 100 oder 200 sind, habe aber dann natürlich nur die Möglichkeit, damit eine Standard-Mail mit einer einzigen Anrede zu versenden. Oder ich kann über die eGroupware jetzt über unsere Funktion Einfügen in Dokument auch personalisierte E-Mails versenden. Was wir genau unter personalisierten E-Mails beziehungsweise diesen Serien-E-Mails verstehen, kommen wir dann nachher im Detail natürlich noch dazu. Und ich kann halt auch ein externes Tool zum Senden von Serien-Mails verwenden. Super, aber das ist schön Theorie, Birgit. Kannst du uns das auch live zeigen? Wisst du auch die Möglichkeit, dass wir das nachher auch live erleben können? Wisst du da auch was? Hast du was vorbereitet, dass wir das auch live sehen können? Ja, habe ich vorbereitet. Ich möchte ganz kurz, bevor wir live gehen, mal noch einfach hier auf die Vorlage, die wir hier auch drin haben und Ihnen nachher auch als Dokument einfach zur Verfügung stellen. Wofür kann man denn überhaupt solche Vorlagen verwenden? Im Prinzip für alles, was standardisierte Informationen versendet. Da können Unterlagen dran sein, also Anhänge dran oder nicht. Ich kann aber auch Informationen aus anderen Anwendungen, wie zum Beispiel einen Infolog-Eintrag dem Kunden zur Verfügung stellen. Ich kann über die ganzen Filterfunktionen vom Adressbuch mir natürlich eine schöne Selektion zusammenstellen und dann kundenspezifische Informationen versenden. Und ich kann natürlich klassischerweise Neuigkeiten, News darüber versenden. Und damit wollen wir jetzt hier die Präsentation auch schließen und tatsächlich in den Live-Betrieb übergehen. Dafür schalte ich hier um auf den Desktop-Modus und brauche dann gleich von Ihnen mal kurz die Rückmeldung, dass tatsächlich mein Bildschirm sehen. Okay, Herr Reimann schreibt, es läuft. Okay, super, wir sehen den Bildschirm. Das ist sehr schön. Alles perfekt. Aber ich sehe keine Groupware, ich sehe nur eGroupware und ein Video. Ja, ich habe gedacht, ich fange mal klassisch mit unserer Webseite an. Und wenn dann alle so dabei sind, dann schalten wir jetzt um auf die eGroupware. Wir haben eine Testinstanz vorbereitet und ich habe einfach mal ein paar Vorlagen schon vorbereitet, die ich woraus auch immer aufrufen kann. In dem Falle, wir reden Kontakte, denen ich E-Mail senden möchte, also im Adressbuch. Und wie gesagt, das, was wir nutzen wollen zum Versenden heute, geht einfach um diese Funktion Einfügen in Dokument. Und dafür nehme ich mal als erstes Beispiel einen Kontakt. Und wenn ich von einem Kontakt sende und dieses Einfügen in Dokument mache, bekomme ich entsprechend alle Vorlagen, die ich mir erstellt habe, angezeigt. Das sind jetzt hier einfach verschiedene Beispiele,
die ich mal erstellt habe. Das kann jetzt was ganz Einfaches sein, so eine klassische Mail. Wenn ich nur auf einem Kontakt bin, dann öffnet er mir jetzt diese E-Mail im Verfassdialog. Und wir sehen dann auf dem Wege, wie sieht es denn nachher auch aus. Sprich, was man jetzt sieht, ist, ich habe entsprechend hier die E-Mail-Adresse von dem Benutzer, von dem ich ausgegangen bin, und eine allgemeine E-Mail, allgemeines Information, wie wir entsprechend grüßen können. Für 2017 oder 2016 oder wann auch immer. Aber Birgit, das ist toll, was du zeigst. Aber wenn ich jetzt jemand personalisiert ansprechen möchte, wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel, ich sehe ja hier die Frau Müller, also Bäckerei Müller, nee, den Herrn Weber Bernhard. Was mache ich denn, wenn ich dem eine E-Mail schreiben will, wo er schreibt, hallo Herr Weber, hallo Herr Bernhard. Gibt es da auch eine Möglichkeit, das dafür zu verwenden? Natürlich, das ist das, was wir machen wollen. Also an der Stelle nehmen wir jetzt einfach mal hier diese Vorlage. In dieser Vorlage ist jetzt entsprechend, wie wir gleich sehen, nicht nur oben die E-Mail-Adresse, die eingefügt wird, sondern ich habe unten in der Anrede dann entsprechend drinstehen, sehr geehrter Herr Weber. Natürlich kann ich im Prinzip auf alle Informationen, die in der Adresse drin sind, auf diesem Wege zugreifen. Wenn ich jetzt hingehen würde an der Stelle und mal eine andere Vorlage nehme, zwar habe ich einfach mal so der Vollständigkeit halber, das heißt Liste aller Platzhalter, in dieser Liste aller Platzhalter kommt jetzt die ganzen Kontaktinformationen von dem Benutzer entsprechend drin. Ich war faul, ich habe einfach die Liste aller Platzhalter, die ich Ihnen nachher noch zeige, einfach mal kopiert. Und dort, wo es in dem Kontakt drin ist, wird es eingefügt. Wo kein Inhalt drin ist, ist das Feld entsprechend leer. Aber man sieht, man kann auch alle Informationen inklusive benutzerdefinierten Feldern auch entsprechend zugreifen mit dieser Funktionalität. Und wo bekomme ich diese Felder her? In jeder Anwendung ist in dem Menü vom Adressbuch. Gegebenenfalls ist es zugeklappt oder analog im Infolog, im Ticketsystem. Überall gibt es in dem jeweiligen Menü hier diesen Link Platzhalter für den Seriendruck. Und wenn ich da draufklicke, bekomme ich alle benutzerdefinierten Felder und alle Felder der jeweiligen Anwendung auf einen Blick zusammengestellt. Das heißt, ich kann einfach ein Feld nehmen, kann es mir kopieren und dann einfügen. Und wenn ich so Spezialanredesachen nutzen möchte, die sind hier unten in diesem Bereich der allgemeinen Felder zu finden mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel das, was wir eben hatten mit der Anrede, dass es unterschieden wird nach Frau oder Herr. Dafür würde ich jetzt so ein If-Field-Name, so ein spezielles benutzerdefiniertes Feld verwenden. Oder ich kann für andere Sachen sowas wie ein Letter Prefix Custom mir definieren, wo ich sage, okay, das ist die Reihenfolge, in der die Felder erscheinen sollen, und dann kommt hinterher entsprechend der Wert hier aus. Für eine E-Mail nicht ganz so interessant, ist dann eher so für den Serienbrief an die Stelle oder den Brief in ein Word-Dokument oder ein OpenOffice-Dokument interessant. Du hast so tolle Farben hier, Birgit. Ja. Ich verstehe. Kannst du mal was zu deinen Farben sagen? Also ich sehe hier, du hast Blau, du hast Grün. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe einfach Kategorien zugeordnet und in den Kategorien oder hinter den Kategorien stecken Farben. Wenn man wissen will, welche Farben, würde man jetzt einmal hier auf die Kategorien klicken und sieht dann, welche Kategorie ist welche Farbe zugeordnet. Ich habe hier Interessenten und Kunden mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Wenn ich dann praktischerweise... So, ich kann, ich glaube, es gab gerade eben eine Störung, weil die Kollegin, ich sehe sie gerade nicht mehr, die ist gerade aus dem Webinar rausgegangen.
Ach nee, Moment, da sehe ich sie wieder. Ich gucke mal, ob ich sie wieder dazu holen kann. Moment, einen Moment. Das ist natürlich alles, wenn man das live macht, dann passiert das jetzt gleich. Sie müsste jetzt wieder da sein. Bitte Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber das erhöht natürlich den Spannungsfaktor sozusagen. Alternativ, falls Birgit jetzt wieder weg ist, werde ich auch schon mal das vorbereiten, dass ich mich auch in diese Instanz nochmal anmelden kann und dann schalten wir um zu meinem Bildschirm und dann können wir das von da aus auch weitermachen. Aber ich denke, die Birgit ist jetzt wieder da und kann weitermachen. Hallo Birgit! Hallo Stefan. Okay, keine Ahnung, was Sie noch mitgekriegt haben. Auf jeden Fall, was ich am Sagen war, war, ich kann im Prinzip über die Kategorien den ganzen Sachen Farben zuordnen und in der Kategorie Kunden ist es so, dass die dieses nette Blau hat und in den Interessenten, die haben ein Grün. Allgemein würde ich sagen, machen Sie sich zu bunt, wenn Sie Ihr Adressbuch gestalten. Ich würde eher sagen, weniger ist mehr. Sodass man im Zweifelsfall speziellen Sachen eine Farbe gibt und nicht versucht, möglichst alles abzudecken. Aber wir haben natürlich jetzt auch keine Testdatenbank mit ein paar tausend Adressen vorbereitet. Aber auf dem Weg kann ich jetzt natürlich hingehen und kann so eine Serienmail auch an mehrere Leute auf einmal versenden. Und wenn ich jetzt reingehe und sage, im Gegensatz zu dem, was wir eben gemacht hatten, an nur einen versenden, sage ich Kontextmenü alle auswählen und dann entsprechend in ein Dokument einfügen. Und sage jetzt, ich möchte hier, was weiß ich, diese Info-PDF-IML an alle versenden. Dann kommt meine Nachfrage, ob ich diesen Versand ohne eine weitere Bearbeitung, denn wenn ich mehrere ausgewählt habe, ich sage jetzt mal 100 oder 200 im Zweifelsfall, die kann man natürlich nicht einzeln nacheinander im Compose öffnen. Deswegen kommt im Prinzip einfach hier nochmal eine Warnung und danach startet der Versand und ich sehe genau einzeln, an wen es versendet wurde, ob erfolgreich oder nicht. Wenn ich das beendet habe, das ist auch so, das kann durchaus bei ein paar hundert oder vielleicht auch tausend Adressen ja ein langlaufender Prozess sein. Der kann auch im Hintergrund einfach laufen und wenn er fertig ist, sage ich dann irgendwann okay. Wenn ich dann in meine Mails gehe, dann sehe ich in meinen gesendeten Mails auch entsprechend die E-Mails, die hier versendet wurden. In dem Falle, das war jetzt eine personalisierte Vorlage, von daher guten Tag, Herr Mustermann, und es war inklusive einer Anlage, die ich im Vorfeld beim Erstellen schon drangehangen hatte. Das heißt, auf dem Weg kann ich jetzt auch Unterlagen zu einem Seminar oder Ähnlichem an eine größere Anzahl von Mails versenden und die Leute vielleicht im Zweifelsfall trotzdem persönlich angesprochen. Super, sind Sie noch da Ich würde jetzt im aber sagen, Hintergrund? Geben Sie mal kurzes Feedback, ob Sie noch da sind, ob Sie mich noch verstehen können, ob das genau das ist, was Sie hören wollen, ob das passt soweit. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Birgit, Fragen, die toll. jetzt schon im Chat, Fragen, die jetzt schon im Chat drin stehen, wollen wir eher so ein bisschen am Ende beantworten, aber merken Sie sich auf jeden Fall vor, dass wir so danach nicht in Vergessenheit geraten. Ja, wir wollen so Ich würde 10 sagen, wir Minuten, sollten jetzt Viertelstunde mal, fragen. Genau. wir sollten jetzt mal live in das gehen, wie sieht denn so eine Serien-E-Mail tatsächlich aus? Weil jetzt haben wir ja eigentlich an der Stelle das Ergebnis gesehen. Und dann sollten wir uns jetzt doch mal anschauen, wie wird die denn erstellt? Dafür möchte ich als erstes einmal kurz mit Ihnen in den Dateimanager gehen, nämlich auf die Vorlagenverzeichnisse. Und das verbindet sich ein bisschen mit der Frage von Christoph Kaulich aus dem Chat, nämlich, kann ich Vorlagen erstellen, die nicht für alle sich wollen? Ja, kann ich machen, weil das Vorlagenverzeichnis kann ich in den Einstellungen vom Benutzer hinterlegen. Sprich, standardmäßig eingestellt ist fürs Adressbuch, Templates Adressbuch. Und da sind dann meine Vorlagen drin. Wenn ich jetzt aber eine Vorlage in ein Gruppenverzeichnis reinpacke und sage, dieses Gruppenverzeichnis ist das Vorlagenverzeichnis, was dort verwendet werden soll, dann sehe ich natürlich auch nur die Vorlagen, die in diesem Gruppenverzeichnis drin sind. Damit kann ich solche Sachen auch gegeneinander abschotten, weil gerade wenn ich in einem größeren Unternehmen bin, ist ja überhaupt keinen Sinn, dass ich da vielleicht ein paar tausend Vorlagen habe, die dann immer nur für 5 oder 10 Leute relevant sind. Und ich könnte eigentlich
10 pro Gruppe haben oder 20 pro Gruppe haben und es wäre viel effektiver. Jetzt schauen wir uns einfach mal eine von diesen E-Mails an, nämlich zum Beispiel hier dieses Info-PDF, was wir eben versendet haben. Ich kann die Vorlagen jederzeit aus dem Dateimanager wieder aufrufen. Die werden mir dann in der E-Mail-Anzeige angezeigt. Und man sieht jetzt hier drin, da stand einfach so ein Platzhalter, guten Tag, NFN. NFN ist der Platzhalter für den vollständigen Namen, sprich, der würde an der Stelle alles einfügen, was irgendwie zum Namen dazugehört. Und ich habe das PDF da drin. Wenn ich die jetzt verändern wollte, gehe ich einfach hier auf als neu verfassen. Und bin in dem Moment dann im Verfassen-Dialog drin und kann meine Vorlage auch nochmal weiter bearbeiten oder verändern. Sprich, wenn ich jetzt sagen wollte, ich will hier eher nicht diese unpersönliche Anrede, sondern ich will tatsächlich diese Anrede einsetzen, die im Deutschen, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, dann würde ich jetzt sagen, okay, ich gehe ins Adressbuch, ich gehe dort in die Liste meiner Folder zurück, nehme hier mein Beispiel einfach aus, was wir vorbereitet haben, und drücke in meine Verfassung-E-Mail und ersetze das entsprechend. Das macht jetzt nur ein sehr geehrter oder ein sehr geehrte. Dementsprechend brauche ich natürlich hinten dran jetzt noch den Titel, also die Anrede. Was ich aus dem Gedächtnis weiß, ist einfach ein Präfix. Und danach hätte ich gerne den Familiennamen. Das ist N Family. Wer, wie gesagt, sich die Platzhalter nicht aus dem Kopf merken kann, kann sie sich dann einfach im Hintergrund wieder aus dem entsprechenden Dokument rauskopieren. Und so kann ich dann auch alle anderen Platzhalter da einfügen. Wenn ich jetzt soweit mit meiner Mail fertig bin, wie ich sie haben möchte, muss ich sie einmal als Entwurf speichern. Und wenn ich sie als Entwurf gespeichert habe, im VFS speichern. Auch das virtuelles Filesystem, also der Dateimanager von der e-Groupware. Dort wähle ich mein Vorlagenverzeichnis aus. In dem Fall das Adressbuch. Wenn ich will, kann ich den Namen vom Betreff verwenden. Ich kann aber auch einfach sagen, ich gebe dem Ganzen einen anderen Namen. So hatte ich es ja vorher gemacht. Ich hatte gesagt, das soll Info-PDF heißen, damit ich es einfach in meiner Liste finde. Und dann sage ich Speichern. Manchmal ist es so, dass man etwas zu langsam ist und er dann sagt, er macht einen Fehler beim Speichern. Also das dann nochmal als Entwurf gespeichert, auswählen, Speichern. Dann ist es weiter, wenn ich jetzt wieder in mein Adressbuch zurückgehe. Kann ich jetzt auf meine geänderte Vorlage zugreifen. Empfehlung wäre immer, anstatt jetzt das wieder an alle rauszusenden, also ich mache vorher, bereite ich meine Vorlage so zu, beziehungsweise so vor, dass ich entsprechend die, habe ich sie nicht angespeichert? Sehr schön. Der Furkeneffekt. Dass ich sie an der Stelle gar nicht mehr wiederfinde. Okay. Ist weiter unten oder so die Mail. Dann gehen wir doch mal in unsere Entwürfe zurück. Im Zweifelsfall sind sie auch in unseren Entwürfen noch drin. So, also nochmal speichern. Ist gespeichert. In VFS speichern. Okay, jetzt hat es aber gespeichert. Oh. Und ja, gespeichert. Gut. Dann müssen wir es hier mal neu laden im Zweifelsfall. Ich habe es neu geladen. Kommt einfach in dem Moment, wo ich im Adressbuchmenü auf den Namen oben klicke.
Und dann haben wir jetzt hier die personalisierte Anrede drin und haben es geändert. Und das kann ich jetzt natürlich im Prinzip, auf dem Weg kann ich jetzt auch so typischer, ich habe einen Interessent, der ruft an, dem will ich allgemeine Informationen zusenden. Dann kann ich mir sowas natürlich schon vorbereiten für meine Informationen, die ich versenden will und kann dann im Zweifelsfall hier jetzt noch irgendwas Personalisiertes dazu schreiben. Vielleicht hat er noch eine konkrete Frage gehabt, auf die ich eingehen möchte, aber ich muss nicht jedes Mal wieder denselben Text nehmen, dessen Adresse einfügen, meine Informationsmappe da dranhängen und so weiter und so weiter. Ist also eine schöne Art, um auf dem Weg auch mal an einzelne Leute zu verschicken. Auch ein anderes Beispiel, ich bin in einem Verein drin, wir nutzen auch die e-Groupware, wir verschicken auf dem Weg sowohl Geburtstagsgrüße als auch eine Willkommensnachricht an die Leute, die in den Verein reinkommen. Birgit, kannst du auch, also was ich sehe, vielleicht nur mal so Zwischeninformationen, ich merke, dein Bildschirm ist ein bisschen unscharf, vielleicht kannst du mal gucken, ob du das auf den anderen Bildschirm rüberschieben kannst, weil manchmal ist es nicht so gut zu lesen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt eine Anlage habe, also zum Beispiel ein PDF oder so, kann ich das auch da an die Mail dranhängen? Ist das auch möglich? Oder geht es nicht an der Stelle? Das war ja eben im Prinzip ein Beispiel, in dem wir das sogar gemacht hatten. Wenn ich nochmal auf die Vorlage an der Stelle zurückwechsel, die wir erstellt haben, dann ist in der Vorlage ja schon mein PDF entsprechend im Anhang drin gewesen. Und dementsprechend natürlich dann auch bei den gesendeten E-Mails nachher habe ich hier einen Anhang dran und könnte natürlich, so wie ich das eine hier dran gehangen habe, könnte ich auch noch weitere Dateien da anhängen. Entweder lokal von meinem Computer, indem ich hier auf Datei anhängen gehe. Was man gut erkennt, das weiß ich, einen Osterhasen noch dranhängen. Kann ich denn auch Bilder einfügen? Kann ich auch Bilder mitten reinfügen in meine Mail? Geht es auch? Also im Prinzip ist es wie bei einem normalen Mail-Verfassungsdialog auch. Ich kann entweder hier über dieses Bild einfügen gehen, dann auf Surfer durchsuchen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon irgendein Bild da hochgeladen haben. Wenn nicht, haben wir keins, können wir das an der können wir das mal tun. Oder ich sage, ich will es einfach von lokal her hochladen, indem ich jetzt dieses Bild, das wird jetzt hochgeladen und dann kann ich noch vielleicht für eine E-Mail zum Versenden jetzt nicht unbedingt das Geschickteste von der Dateigröße, da würde ich eher dann was ein bisschen kleineres verwenden, aber im Grunde genommen kann ich auf dem Weg das in meiner Vorlage, in meine Vorlage einfügen. Dann wieder gleiches Spiel wie eben schon mal, wir gehen auf Speichern. Das wird jetzt ein Momentchen länger dauern, bis der Entwurf gespeichert ist. Dann sage ich im VFS speichern, im Adressbuch, ich nenne es jetzt mal neu. Ja, aber gut, das kann man sich im Detail nochmal anschauen, wenn da noch irgendwas ist. Das werden wir uns im Nachgang zu dem Webinar nochmal anschauen, ob es da vielleicht ein Problem an der Stelle gab mit dem Speichern im virtuellen Dateisystem. Birgit, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für das, was du uns gezeigt hast. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Und ich würde dich mal ganz kurz fragen, ob du vielleicht mal was sagen könntest zu dem, für wen sowas interessant ist, dieses Yale-Mail. Gibt es Unternehmen oder gibt es, sag mal, Branchen, wo du sagen könntest, da ist der Einsatz besonders sinnvoll? Ich glaube, es ist für alle sinnvoll, die standardisiert E-Mails wegsenden wollen und die E-Groupware sowieso schon nutzen. Also wie gesagt, egal ob das eine Willkommens-E-Mail ist oder ob das ein Newsletter ist, den ich auf dem Wege versende, meine E-Mail an meine Kunden als kleines Dankeschön und oder fürs neue Jahr herzlich willkommen. Ich kann es auch nochmal ein kleines anderes Beispiel an der Stelle, was ich vorbereitet hatte aus dem Infolog. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht die normalen Benachrichtigungen, meine Kunden sind wahrscheinlich auch nicht in der e-Groupware selber drin, aber ich möchte so eine Information verschicken zu einem bestimmten Bereich, dann kann ich natürlich sagen, ich nutze das hier auch, habe mir vorher was gestaltet, was die Informationen, die ich an meinen Kunden weitergeben will, entsprechend enthält. Und ich kann dann
Das hier ist jetzt die E-Mail-Adresse meines verknüpften Kontaktes. Und hier unten habe ich den Titel meines Infolog-Eintrags und ich habe das Startdatum eingefügt und ich habe personalisiert den Kontakt angesprochen. Also im Prinzip gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für alle Dinge, wo ich jetzt mal häufiger einfach eine gleiche Art und Weise von E-Mail schreiben muss. Macht einfach Sinn, aus meiner Sicht so ein paar Vorlagen vorbereitet zu haben, die ich dann schnell nutzen kann. Sehr gut, sehr gut. Also vielen Dank. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen auf die Fragen ein, die unsere Kunden gestellt haben, und dann können wir ein bisschen was dazu sagen. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet, die kommt aber danach. Wir würden jetzt erstmal in die Fragen gehen und dann noch zur kleinen Überraschung, die wir für Sie vorbereitet haben. Okay, ich gucke mal, wer hat da was geschrieben? Die Frau Müller habe ich gesehen. Also der Herr Rau noch mal ganz kurz zu dem Bildschirm. Ich glaube, das liegt im Moment daran, dass der Bildschirm geteilt war auf mehrere Bildschirme und wir einen genommen haben in der sehr großen Auflösung und das hat entsprechend durch die Skalierung nicht gut geklappt. Beim nächsten Mal werden wir das besser machen, dann werden wir das von einem anderen PC aus machen, wo die Qualität besser ist. Also da möchte ich mich ein bisschen entschuldigen und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser beim nächsten Webinar. Dann hat die Frau Müller geschrieben, wenn wir jetzt keine Zeit haben, was man da machen kann. Da komme ich später drauf ein, da haben wir ein ganz spezielles Angebot für Sie, speziell wenn Sie keine Zeit haben, diese Vorlagen zu erstellen. Interessant war jetzt, denke ich, nur was der Herr Kaulich geschrieben hat. Ist es möglich, die Mailvorlagen mit Zugriffsbeschränkungen zu versehen? Was würdest du dazu sagen, Birgit? Ja, im Prinzip schon, weil ich dadurch, dass ich ja das Vorlagenverzeichnis individuell pro Benutzer oder pro Gruppe einrichten kann, das heißt, wenn ich jetzt mal aufs Adressbuch gehe, kann ich in den Einstellungen von der eGroupware, kann ich für das Adressbuch mein Vorlagenverzeichnis auswählen. Das heißt, ich kann an der Stelle sagen, hier drin soll dieses Verzeichnis sein. Standardmäßig ist es, wie gesagt, Templates Adressbuch. Wenn ich jetzt aber sage, das ist Home Admins für mich, dann wird jetzt das Vorlagenverzeichnis das Verzeichnis aus dem Dateimanager der Adminsgruppe sein. Dann würden mir hier im Adressbuch ganz andere Vorlagen angeboten werden, als die, die im Templates Adressbuch stehen. Auf dem Wege kann ich einfach die dort ablegen, wo es für die User zur Verfügung stehen soll. Und als Admin kann ich ja auch sagen, ich möchte nicht die persönlichen Einstellungen meine bearbeiten, sondern ich sage, für die Gruppe Admins setze ich einfach an der Stelle um Admins. An der Stelle setze ich es. Ja. Dann ist für alle in der Admins-Gruppe jetzt automatisch das als Vorlagenverzeichnis gesetzt. Das heißt, ich kann als Admin an der Stelle sagen, für die eine Gruppe habe ich das Vorlagenverzeichnis, für die andere Gruppe habe ich ein anderes. Und meine Vorlagen speichere ich halt in das entsprechende Verzeichnis und dann sind die gegeneinander abgestimmt. Dankeschön. Jetzt kam noch, wenn die Frage damit erledigt ist, ansonsten mal kurz, okay, danke, super. Okay, dann würde ich sagen, wir machen zur nächsten Frage von Ihnen. Das ging es um das Thema Begrenzung der Empfängerzahl. Da würde ich vielleicht nochmal kurz einhaken in die Frage, gebe ich zwei Themen dabei. Das eine ist, diese E-Mails sind ja personalisiert. Das bedeutet, sie werden immer 1:1 versendet. Das heißt, das System schickt eine Mail nach der anderen. Es ist keine große Mail mit vielen Empfängern als Blindkopie, sondern das einzelne Mails, die versendet werden. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt natürlich Beschränkungen, theoretisch ja und praktisch nein. Also es bedeutet, wenn Sie eine Mail rausschicken und schicken die an 200, 300 Leute, ist das alles okay. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie schicken eine Mail an 10.000 Leute oder an 2.000, dann muss man sehr, sehr aufpassen, dass es nicht als Spam gewertet wird. Und zum einen belastet es natürlich die Systeme und zum anderen, wenn Sie 10.000 Mal eine E-Mail schicken, dann kann es sein, dass Sie auf der Spam-Liste sind und da würde ich davon abraten. Also gedacht ist das Modul dafür, dass man Mails selektiv an eine Gruppe schicken kann, wenn man neue Aktionen hat oder man kann filtern und sagen, zeig mir alle, die von dem Produkt oder von dem anderen Produkt sind. Es ist kein Tool, um wirklich Massenmails zu verschicken. Dafür gibt es andere Tools, die das dann besser bewerkstelligen, weil sie können sich auch nicht abmelden. Also es gibt keine Abmeldefunktionalität. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Man braucht nicht die Erlaubnis, den Leuten diese Mails zu schicken.
Und von da muss man da auf, mit der Verwendung des Moduls ein bisschen aufpassen, für welchen Zweck es gedacht ist und welchen Kundenkreis man adressiert. Wir denken eher, Produktivität mit dem Modul zu erhöhen. Das ist eigentlich der Sinn dieses Moduls. Okay, jetzt kommt der Herr Rau noch mit einer Frage. Geht es auch als allgemeine Seriendruckfunktion? Können Sie es nochmal genauer beschreiben, was Sie damit meinen? Meinen Sie damit, dass man auch Briefe druckt? Ja, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Im Prinzip kann ich, wir haben ja auch unsere Vorlagen an der Stelle, die wir so standardmäßig mal mit eingefügt haben als ODTs, gibt es so einen Standard-Serienbrief-ODT. Sprich, das ist eine Vorlage, die für so einen klassischen Seriendruck in Druckform geht. An der Stelle, wenn ich jetzt hier sage, alle markieren und dann einfügen in Seriendruck-ODT, dann öffnet es jetzt im Hintergrund mein OpenOffice. Das kann einen Moment dauern. Oder mein LibreOffice und entsprechend fügt es das in ein Word-Dokument. Also wenn ich jetzt, je nachdem, mit was ich es aufmache, oder ich kann auch ein DocX verwenden an der Stelle, gibt dort die Platzhalter halt ein und dementsprechend kommen die Sachen dann da raus. Also hier hat es mir geöffnet oder heruntergeladen und ich kann sie dann öffnen und habe dann entsprechend die Seiten, die da rauskommen, je nachdem, wie ich halt in meiner Vorlage, was ich da drin hatte. Okay. Ich denke, wenn das soweit dann beantwortet ist, die Frage, die Birgit zeigt es jetzt nochmal, dann würde ich auch schon sagen, wir sollten mit den Fragen jetzt langsam zum Ende kommen, weil wir auch nur begrenzte Zeit haben für das Webinar. Zum einen würde ich nochmal auf eine ganz besondere Sache hinweisen. Wir haben ein Event, und zwar der Univention Summit. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Und zwar ist der am 21. und 22. Januar in Bremen. Dort findet der Univention Summit statt. Ich kopiere jetzt diese URL nochmal in den Chat mit rein, dass Sie das nochmal sehen. Da können Sie sich nochmal genau informieren. Und da sind Sie natürlich herzlich eingeladen, auch mit dabei zu sein. Univention Summit in Berlin. Und zwar ist es eine Messe, das geht um das Thema Open Source und um das Thema Univention Summit. Und da sind wir auch als Aussteller mit dabei zum Thema Open Source. Und da freue ich mich, wenn Sie mit dabei kommen, wenn Sie mit rüberkommen. Und das wäre eine tolle Sache. Also das ist ein ganz tolles Event. Da gibt es auch viel zu essen, viel zu trinken, tolle Vorträge. Also ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Und zwar 21. und 22. Januar sind Sie mit dabei. Sie können uns gerne auch nochmal anrufen. Da können wir ein bisschen im Gespräch vielleicht nochmal erklären, was man alles dort machen kann und so weiter. Es ist direkt in Bremen. Also ich freue mich dabei, wenn Sie mit dabei sind. So, jetzt nochmal zurück zur Überraschung. Und zwar ging es ja nochmal um das Thema, was können wir für Sie tun, wenn zum Beispiel Sie keine Zeit haben dafür. Und wir haben uns da eine kleine Überraschung überlegt. Wir haben nämlich gesagt, es gibt ganz viele Leute, die sind auf uns zugekommen und gesagt, könnt ihr das nicht für uns machen? Wie sieht es denn aus, wenn wir keine Zeit dafür haben, sowas anzulegen? Es ist ja nicht nur die Vorlage anzulegen, sondern es geht ja auch darum, wie lege ich es im Dateimanager an, wie kann ich es mit den verschiedenen Modulen verknüpfen, wie kann ich das alles machen? Und wir haben gesagt, okay, wahrscheinlich killt mich mein Chef für diesen Preis, den ich Ihnen gleich sage. Wir haben nämlich gesagt, wir machen Ihnen ein unschlagbares Angebot. Und zwar können Sie uns buchen zu einem wirklich sensationellen Preis. Und zwar bekommen Sie von uns 3 E-Mail-Vorlagen, das bedeutet, Sie müssen diese Platzhalter nicht selbst einfügen. Sie bekommen von uns ein ZIP-File und dort sind 3 E-Mail-Vorlagen drin mit Platzhaltern. Sie müssen es nur noch entzippen und müssen es in Ihren Ordner kopieren. Das bedeutet, es ist einfach mit dabei und es ist personalisiert mit Hallo, mit dieser Regelung, Herr, Frau. Das heißt, das ist schon drin,
personalisiert. Also einmal für E-Mail, dann haben wir das Ganze nochmal für Infolog. Das sind dann ein paar kleine Felder drin im Infolog. Das können Sie dann an sich anpassen. Und Sie bekommen eine kleine PDF-Anleitung, also ein kleines PDF. Dort stehen nochmal die Platzhalter vom Modul Infolog drin und die Platzhalter von dem Modul Adressbuch, also als kleine Gedankenliste. Und damit können Sie zum Beispiel direkt starten und damit loslegen. Und dazu schicke ich Ihnen nochmal einen Link. Und zwar dieser Link gilt allerdings nur heute, wenn Sie heute das bestellen. Und zwar haben wir uns überlegt, es gibt dieses Paket. Und da ist, wie gesagt, dieses E-Mail-Vorlagenpaket drin, diese Beschreibung mit dem PDF. Und Sie bekommen von uns 25% Rabatt auf den regulären Supportpreis. Das heißt, wenn Sie dort ein, zwei Stunden Support kaufen, bekommen Sie diesen Bonus und Sie bekommen diesen Support zu dem vergünstigten Preis. Und damit können Sie direkt starten und wir unterstützen Sie dann bei der Einrichtung Serienmails und den ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Gilt aber, wie gesagt, nur bis heute Abend 24 Uhr. Das heißt, für alle, die diese Aufzeichnung von dem Webinar sehen, tut mir leid, dass Sie nicht dabei waren beim Webinar. Für all die ist das nicht mehr gültig. Nur noch bis heute Abend. Ansonsten ist die Frage, können Sie nochmal genau erklären, bitte, was für Sie wichtig ist für das Webinar, wo Sie sagen, was ist das Thema für die nächsten Webinare? Können Sie da vielleicht mal in den Chat nochmal reinschreiben, was da für Sie wichtig ist? Damit wir wissen, was machen wir im nächsten Webinar? Projektmanagement, okay, sehr gut. Geplante Zeiten, also das klingt auch so ein bisschen nach Projektmanager-Infolog-Kombination, aber ich würde mal eher sagen, das ist das Thema generell Verknüpfung mit Webseiten, Datenaustausch, Projektmanagement. Also ich sehe immer der Projektmanagement, Infolog-Konfiguration, okay. Wie richte ich das Ticketsystem ein, okay. Auch wie Ihr Support erfolgt. Stundenzettel. Also, das sind ganz viele Projektmanager-Themen hier dabei. Ich glaube, wir sollten mal dann direkt was zum Projektmanager machen. Vielleicht kann die Birgit auch noch was zum Projektmanager sagen. Sie ist ja unsere Spezialistin für Projektmanager. Aber ich sehe sie jetzt gar nicht mehr hier im Chat. Also, ist irgendwie aus Versehen, ist wieder die Internetverbindung zusammengebrochen bei ihr. Ich gucke mal, ob sie noch sich noch mal kurz melden kann. Ich habe gesehen, sie ist wieder zurückgekommen. Und vielleicht kann sie noch mal kurz was zum Projektmanager auch sagen. Adressbuchorganisatorisch, benutzerdefinierte Felder, Ausdruckfunktion. Also, ich sehe, wir haben ganz, ganz viele Themen jetzt gesammelt. Und ich würde mal da rausziehen, wenn ich das zusammenfasse, ist das Thema Projektmanagement ein ganz großes Thema. Gantt-Chart, Stundenzettel und Adressbuch, Ausdruckfunktion. Ich würde sagen, das wäre Serienbrieffunktion, aber Projektmanager in Kombination mit Stundenzetteln, Infolog, das ist ein Thema und ich glaube, das ist ein gutes Thema für nächstes Webinar. Was meinst du dazu, Birgit? An sich ja, wobei ich behaupten würde, dass Projektmanager in Verbindung mit Stundenzettel Gantt-Chart definitiv länger als 30 Minuten dauern wird. Also das ist so ein bisschen die Fürchtung. Ich glaube, wir müssen es, wenn dann in kleinere Pakete teilen, sodass wir sagen, es gibt im Zweifelsfall vielleicht auch zwei oder drei Projektmanager-Themen, die sich entweder mit ein bisschen Start in den Projektmanager oder dann mehr mit Gantt-Charts oder Stundenzettel, Abrechnung, solchen Sachen beschäftigen. Also ich denke, die Aufmerksamkeit nimmt halt ab, wenn wir eineinhalb Stunden Webinar machen, das können wir auch, das können wir schaffen. Ich würde vorschlagen, vielleicht machen wir was anderes. Vielleicht sagen wir mal, wir machen ein Webinar an zwei Tagen aufeinanderfolgend, dass man an einem Tag sagt, wir machen eine Projektmanager-Einführung und am nächsten Tag, dann zur selben Zeit, machen wir einen Projektmanager nochmal ein bisschen in die tiefer gehende Sache rein, weil wir müssen natürlich die Leute mitnehmen, die bis jetzt noch nichts mit dem Projektmanager zu tun haben und die natürlich schon Cracks und Profis sind im Projektmanager. Da überlegen wir uns nochmal was. Ja. Und ansonsten wollte ich sagen, kann man das natürlich auch jederzeit gerne
in der Support-Sitzung individuell mit jedem machen. Dann kann man sehr viel persönlicher im 1-zu-1-Gespräch auch auf die Belange des jeweiligen Unternehmens drauf eingehen. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal mit einer allgemeinen Einführung an, mit dem Projektmanager. Dann hat man schon mal die Basis. Und ich denke, die Fragen werden kommen, weil ich sage mal, Projektmanager ist sehr, sehr speziell. Und da sind die Themen natürlich immer individuell von Unternehmen zu Unternehmen, wie Birgit schon sagt. Und ich glaube, die Einführung, die ist eine gute Basis. Dann vielleicht nochmal hier direkt in die Funktionalität reingeschaut. Und dann, was alles darüber hinausgeht, das dann in der persönlichen 1-zu-1 Coaching, beziehungsweise mit Teamviewer, mit Birgit dann zusammen, wo sie Ihnen dann genau erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten geben Sie mal kurz ein bisschen Feedback zu dem heutigen Webinar oder allgemein zu dem Webinar rein. Ist das für Sie gut? Gefällt Ihnen das? Ist das das, was Sie wollen? Sind Sie noch da? Es ist alles so ruhig hier im Chat. Okay, super, bitte weiter so. Ja, bin noch da. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich zu hören, dass Ihnen das gefällt und wir wollen das auch ausweiten in dem Jahr. Das heißt, Sie wollen mehr Webinare machen. Und beim nächsten Mal wird es auch schärfer sein und schärferes Desktop. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Das werden wir machen beim nächsten Mal. Und ich denke, das ist eine gute Basis. Ich freue mich, wenn wir Sie in Bremen sehen. Mit dem Herrn Keller zusammen. Der Herr Keller ist dann direkt vor Ort. Er wird da sein, wird Sie empfangen und alle Fragen können Sie direkt an ihn richten, wenn er dann da ist in Bremen, und freut mich, wenn Sie da sind. Ansonsten können Sie uns immer gerne telefonisch ansprechen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Webinar. Wir werden jetzt den Zeitplan aufstellen und werden Sie in Kürze informieren, wann die verschiedenen Webinare sind. Hast du noch was, Birgit, was du unseren Kunden sagen möchtest? Ich habe nur gerade eben noch gesehen, dass vom Herrn vom A3D3 noch eine Frage kam. Mailversand über Verteilmedizin war nicht dabei. Im Prinzip schon, weil so wie ich mir im Adressbuch eine Kategorie als Auswahl auswählen kann, kann ich auch eine Verteilerliste auswählen und aus der raus den Versand dann starten. Also von daher, das ist keine Einschränkung oder das ist kein Hexenwerk an der Stelle. Und ich freue mich auf folgende Themen, das kann ich auf jeden Fall auch schon sagen. Okay, dann freue ich mich, Sie im nächsten Webinar zu sehen, auch wieder mit der Birgit gemeinsam, und wünsche einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Danke, tschüss.